ich denke, der Applaus für mich war gleichzeitig auch eine Ohrfeige für dich. Die Diskriminante. Das ist irgendwie, ich muss jetzt halt arbeiten. Das ist der Unterschied, mir fliegt es zu. So, Themenwechsel. Das erste Lied ist also verklungen. Und wer mich kennt, weiß, dass ich mich in meiner Funktion als Liedermacher und Betroffenheitslyriker, als Mahner und Erinnerer mit Problemen auseinandersetze. Und ich habe die globalen Konflikte immer im Blick. Und momentan ist allerdings so ein weltweites Tuhu-Wabu, dass wir uns in der Konfliktagenda heute auf drei nationale Probleme konzentrieren wollen. Und auf dem ersten Platz steht da die Problematik des Rüstungsexports. Deutschland ist nach wie vor Europameister im Rüstungsexport, weltweit. Die Deutschen sind Europameister im Rüstungsexport. Also ne, im Fußball sind sie zu blöd, aber Rüstung werden exportiert. Und ich finde das, also erstmal finde ich das was völlig Unzeitgemäßes. Also das Zeug zu exportieren, ne, welcher normale Soldat rennt heute noch so eine Rüstung rum? Es gibt ja Hightech-Waffen, es gibt lasergesteuerte Drohnen und Superwaffen mit ferngesteuerten Computern. Ne, oben fliegt so eine Hightech-Drohne rum und unten steht dann hier diese mit so einem Blechharnisch und der andere, ne, hau ab, hau ab. Das ist ja unfair. Und obendrein werden diese Rüstungen und Waffen exportiert in Länder, die über keinerlei demokratische Legitimierung. Kleine orale Spasmen. Die verfügen über keine demokratische Legitimierung. Saudi-Arabien und wie sie alle heißen. Es werden aber auch Länder in Waffen, gekatscht werden Waffen in Länder exportiert, die eigentlich bettelarm sind. Die haben gar kein Geld für Waffen. Und da frage ich mich, warum bekommen solche bettelarmen Länder dann die Waffen nicht geschenkt? Zu Nikolaus was Kleines. Und dann richtig zu Weihnachten eine Zentralhaubitze. So eine Schleife drin. Das würde ich akzeptieren. Aber den Verkauf von Waffen, den geißeln wir. Da sind wir einig in der Gruppe. Ausnahmsweise sind wir da mal einig. Wir echten Rüstungsexporte. Das ächten wir aus tiefstem Herzen und das ächten wir auch jeden Abend. Aber auch gestern Abend nach dem Auftritt war man richtig abgeächtet. Und ich bin jetzt noch abgeächtet. So. Ja, haben wir den ersten Punkt schon abgearbeitet. Also, Rüstungsexporte. Punkt 2, die Debatte um das Betreuungsgeld. Da wurde jetzt eine Entscheidung gefällt, die ist für mich inakzeptabel. Betreuungsgeld ist meine Mutter. Sie hat es versucht. Also ich bin dafür, dass die Kinder in eine Kita gehen, eine Kindertageseinrichtung. Das wäre doch viel, viel besser. Es war ja... Auf Arbeit.
hat man das kleine vorgeholt unter der Hobelbank und dann. Also natürlich, in der ersten Zeit hat die Mutter das Kind selbst betreut, aber dann kam nur so eine Sünde. Dann ging das Kind in die Kita und nach der Ehe mit 18 hat man es zurückgeholt. Ganz normal. Da hat es geklopft, da stand einer vom Bergkreisamt und hat gesagt, hier ihr Maik. Wille des Kindes ganz früh gebrochen wird.
Tiere selbst zu schlagen. Und in der Kita, die Erzieherin, die macht das, wenn man denen was zusteckt. Ne? Und da weiß ich noch, eine Erzieherin, Frau Fleischort. Das heißt halt ein Böps. Und mittlerweile gibt es sogar ausgebildete Fachkräfte wirklich aus der Ukraine, die ich denke. Also, ich glaube auch, dass aufgrund des Faktors Integration die Kita gut ist, denn in der Kindertageseinrichtung kommen die Kinder ja oftmals das erste Mal in Kontakt mit fremden Kulturen, ne, also dann meistens der Deutschen. Und da kann die auch so die Erzieherin die unterschiedlichen Kulturen zusammenführen, ne? Indem sie sagt, Ahmed und Jacqueline geht rutschen. Dann erkennen die Kinder gleich, es geht dann ab. Sie ist vorbereitet. Also, wie gesagt, das ist ein Luxus, den der Kita, den wir nutzen sollten, denn die Kita, solche Einrichtungen gibt es woanders gar nicht. In anderen Ländern, wo waren wir schon, was haben wir da gesehen? Kinderarbeit, ja, da sitzen die Kinder in solchen Hallen, hier noch dunkler, noch messiger. Ja, da sitzen die Kinder an der Nähmaschine, da flänzen die ab, lustlos. Statt dass sie sich freuen, dass sie was dazu verdienen können. Und dann nähen die dort irgendwelche Jeans zusammen und aus Solidarität kaufe ich natürlich eine. Nach ein paar Tagen, dann geht die Naht auf, dann geht der Knopf ab. Also da merkt man, der Verbraucher ist zum Schluss. Der Bümmel ist wieder der Blöde. Schaffen das Kind natürlich trotzdem in die Kita. Keine Anregung. So.